Super, ja, dann übernehme ich einfach mal die Begrüßung hier. Hallo und herzlich willkommen zu unserem BIMA-Kalibrier-Workshop für Anfänger und Einsteiger. Mein Name ist Roman Meyer, ich bin Chefredakteur vom Leitmagazin und ich bin einer der Veranstalter dieser Gemeinschaftsaktion vom Leitmagazin, von Michael Beredas und von BenQ. BenQ ist hier vertreten durch die Frau Jennifer Sommer. Hallo Jennifer. Wir haben sich inzwischen über 200 Teilnehmer für dieses Webinar angemeldet. Super, dafür erstmal vielen Dank. Danke, dass ihr euch Zeit nehmt, dass ihr uns eure Zeit schenkt. Aber ich denke, das wird sich lohnen. Also ich glaube, das kann ich versprechen. Bevor es aber losgeht, möchte ich einen kurzen Überblick über das heutige Programm und über die Veranstalter geben. Worum geht es genau? Es geht darum, die bestmögliche Bildqualität aus deinem Projektor zu kitzeln. Das gilt nicht nur für BenQ-Projektoren, sondern auch für Projektoren anderer Marken. Das heißt, wenn ihr jetzt also einen anderen Projektor habt, könnt ihr hier auch eine Menge mitnehmen. Es geht um Normen. Welche Normen gibt es? Es geht um die richtigen Grundeinstellungen und es geht darum, was man alles für eine sinnvolle Kalibrierung benötigt. Das alles gilt für Projektoren, die im Wohnzimmer oder auch im Heimkino eingesetzt werden. Und es gilt für Projektoren aller Preisklassen. Also realisiert wird das heute von BenQ, vom Leitmagazin und von Michael Beredas. Wer BenQ ist, ist klar, da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu erzählen. BenQ gehört zu den weltweit größten Herstellern von Projektoren und Monitoren. Und BenQ führt seit einiger Zeit auch entsprechende Workshops, so ähnlich wie diesen, durch. Das Leitmagazin gibt es seit 2013. Leit steht für Lifestyle und Technik. Unser Ziel ist es, nachvollziehbare Tests zu machen und zu veröffentlichen. Nicht abstrakt, sondern einfach praktikabel und lifestyleig. Wir testen HiFi-Produkte, wir testen mobile Geräte und wir testen eben auch Heimkinoprojektoren oder Heimkino-Lautsprecher, also alles, was zum Heimkino gehört. Und inzwischen gehören wir zu den drei größten Online-Magazinen im UE-Bereich im deutschsprachigen Raum. Michael Reders, der gleich ein bisschen ausführlicher noch kommen wird, ist freiberuflicher Journalist, Fotograf und er ist auch Heimkino-Freak, sorry, muss ich mal so sagen. Folglich liegen seine Schwerpunkte auch im Bereich Projektion und Fotografie. Michael testet und schreibt für verschiedene Online-Publikationen und Print-Publikationen und seit 2013, also seit der ersten Stunde, auch für uns, für das Leitmagazin. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, besucht Michael immer verschiedene Seminare, Workshops, Produktpräsentationen, ist auf Messen unterwegs und so weiter. Das führt dazu, dass Michael halt eine Menge Know-how angesammelt hat und seit 2013 selbst Seminare und Workshops durchführt. Und entsprechend ist er eben auch der Hauptakteur dieses Workshops. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt ein guter Punkt, mal an den Michael direkt weiterzugeben, der mal ein bisschen näher und detaillierter was zu diesem Seminar sagen wird. Ja, hallo in die Runde. Ich bin gerade total begeistert, weil wir über 230 Teilnehmer in diesem Webinar haben. Roman, vielen Dank für die Einführung. Ich würde vorschlagen, wir starten dann auch gleich, weil eigentlich sollten jetzt alle Teilnehmer soweit online sein. Ich würde sagen, ich verabschiede mich dann kurz und wenn es dann gleich zu den Fragen und Antworten geht, dann bin ich wieder dabei. In Bis gleich. Ordnung, sehr gerne. Bis gleich. So, ich muss hier noch einmal ganz kurz bei mir auf dem Desktop etwas umstellen, damit ich die Präsentation auch sehe. So, also, heute befassen wir uns mit der Kalibrierung von Projektoren und ich werde auch zeigen, was wir dafür alles benötigen. Warum man kalibriert. Es gibt verschiedene Normen, wie diese Normen eingesetzt werden. Und ich werde auch ganz von vorne anfangen, weil dies ist ein Anfängerseminar und ich gehe einfach mal davon aus, dass niemand hier wirklich Ahnung hat. Und ich denke mal, das ist ein ganz guter Startpunkt. Und als erstes beschreibe ich hier, warum Normen sinnvoll sind. Ich werde verschiedene Farbräume beschreiben, wie zum Beispiel REC 709 und DCI P3 und REC 2020. Ich werde auch beschreiben, wo diese Farbräume herkommen und wo sie eingesetzt werden.
Der zweite Punkt wird dann sein, wie ein Projektor mit ganz einfachen Mitteln kalibriert werden kann und was dafür alles an Hardware und Software benötigt wird. Kalibrierung bedeutet ja in erster Linie Einstellungen. Und wie wichtig eine Grundeinstellung ist, wird auch gleich das erste Thema hier sein. Und das letzte ist dann, ich werde dann live zeigen, wie man einen Projektor kalibriert. Anschließend werden alle, die sich das jetzt ansehen, morgen einen Kalibrierleitfaden von BenQ erhalten. Auf diesem Kalibrierleitfaden ist nochmal Schritt für Schritt erklärt, wie man seinen Projektor kalibriert und wie die Grundeinstellung funktioniert, was für Equipment man benötigt und ganz wichtig, wo man dieses Equipment auch herbeziehen kann. Das Ziel ist es natürlich, dass wir die Farben auf der Leinwand exakt so sehen, wie die Filmemacher es sich vorgesehen haben. Denn im Mischstudio wird beim Color Grading wirklich exakte Arbeit geleistet. Und je präziser unser Projektor die Farben wiedergibt, desto natürlicher ist auch das Ergebnis auf der Leinwand. Und wenn man den Beamer einmal richtig kalibriert hat, stellt man in der Regel auch nicht mehr um, sondern man lässt das Bild einfach so, wie es ist. Für die Kalibrierung brauche ich als erstes mal einen Sensor. Hier bietet sich zum Beispiel an von Data Color der Spider X. Oder es bietet sich an von der Firma X-Rite ein iOne Display Pro. Es gehen natürlich auch teurere Sensoren wie ein iOne Pro 2. Und nach oben sind da preislich keine Grenzen gesetzt. Ein Spider X beginnt im Einkauf bei etwa 100 Euro und ein iOne Display Pro beginnt etwa bei 160 Euro. Dann braucht man natürlich Software. Kelman ist eine ganz tolle Software, die im professionellen Bereich eingesetzt wird. Die ist aber auch sehr teuer mit um die 2000 Euro. HCFR ist ein kostenloses Tool, was bei avs.com heruntergeladen werden kann. Und genau darum geht es heute. Ich werde zeigen, wie man mit HCFR ganz einfach seinen Projektor kalibrieren kann. Als nächstes benötigen wir noch Testbilder. Auf avs.com kann man die Testbilder herunterladen, die wir für die Kalibrierung mit HCFR benötigen. Auf burosch.de gibt es weitere Testbilder, die ich persönlich nutze zur Kontrolle und für weitere Einstellungen. Auch da würde ich empfehlen, ladet euch da die entsprechenden Testbilder runter. Ein paar Testbilder werdet ihr auch morgen im Anhang haben, um zum Beispiel Helligkeit und Kontrast richtig einzustellen. So, und einen Leitfaden gibt es auf meiner Website readers.de. Da könnt ihr dann Schritt für Schritt alle Schritte durchführen für die Kalibrierung eures Projektors. Und alle Teilnehmer erhalten morgen einen aktualisierten Kalibrierungsleitfaden. Und dort wird dann alles wiederholt, was ich jetzt einstelle. Und ihr könnt dann diesen Leitfaden nehmen, ihr könnt ihn öffnen und ihr könnt dann Schritt für Schritt alle Einstellungen durchgehen, die dort draufstehen und am Ende erhaltet ihr einen kalibrierten Projektor. So, und ganz wichtig, wenn man einen Projektor kalibrieren möchte, ist ein Stativ. Da reicht ein ganz einfaches Kamerastativ aus, was ausziehbar ist. Mehr als 20 Euro muss man dafür wirklich nicht ausgeben. So, hier hinter mir steht der BenQ TK850 und in der Werkseinstellung steht da auf Sport. Und wie ihr jetzt seht, ist das Bild, so wie der Projektor es in der Sporteinstellung darstellt. Das Bild ist sehr hell, aber man sieht auch, dass der Himmel sehr ausgeblichen ist und dass hinten die Gebäudespitzen so einen weißen Saum haben. Das bringt uns nämlich jetzt schon wieder direkt zur Kalibrierung und das heißt zur vernünftigen Grundeinstellung. Schalte ich den BenQ TK850 in den Cinema-Modus, ändert sich schon schlagartig die Einstellung des Bildes und plötzlich sind die Farben des Himmels natürlich und auch die Säume um die Gebäudespitzen sind verschwunden. Und da sind wir schon bei der Grundeinstellung. Hier reicht es, sich den richtigen Bildmodus rauszusuchen. Hier haben unterschiedliche Hersteller auch unterschiedliche Bildmodi. Die können ausgewählt werden
und schon hat man im Grunde genommen sehr natürliche Farben. Bei BenQ ist es der Cinema- oder der Kinomodus, bei JVC ist es der Modus Natürlich oder auch der User-Modus, bei Sony ist es beispielsweise der Referenzmodus. Und bevor wir jetzt zur Kalibrierung kommen, ein paar Hintergrundinformationen. Wir reden ja immer wieder von Wellenlängen. Und hier möchte ich mal kurz beschreiben, was das eigentlich ist. Und zwar reden wir bei Wellenlängen, die fangen an bei 0,01 Nanometer, also bei Atomstrahlung, gehen über Röntgenstrahlung bei einem Nanometer weiter, bis hin zu meterlangen und kilometerlangen Radiowellen. Innerhalb dieses großen Wellenspektrums gibt es einen ganz, ganz kleinen Bereich von 380 bis 780 Nanometer, die das gesunde menschliche Auge sehen kann. Hier sprechen wir vom Sehspektrum oder auch vom Farbspektrum. Und wir versuchen in den Projektoren die Farben darzustellen, die das gesunde menschliche Auge auch sehen kann. Also es macht gar keinen Sinn, Farben darzustellen, die das menschliche Auge gar nicht wahrnehmen kann, wie zum Beispiel Ultraviolett oder Infrarot, es sei denn, ich möchte irgendwelche Fledermäuse bespaßen. So, und jetzt einfach mal eine Frage in die Runde. Habt ihr eine Ahnung, was der erste abendfüllende Farbfilm gewesen ist? Ich werde die Antwort einfach mal vorwegnehmen, weil diesen Film wird jeder von euch auch kennen. Es ist von Walt Disney, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Der Film kam 1937 in die Kinos und mit diesem Film hatte sich der Farbfilm im Kino durchgesetzt. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr Fragen habt, wir haben eine Chat-Funktion. In dieser Chat-Funktion könnt ihr Fragen eingeben. Diese Fragen wird Jenny Sommer sammeln und Roman wird diese Fragen dann in der Fragen- und Antwortenrunde dann auch kommunizieren. Und wie gesagt, ihr könnt jederzeit über die Chat-Funktion Fragen stellen. Wir werden dann im Nachgang darauf eingehen. So, das bringt uns jetzt auch zu den Farbrollen, denn Walt Disney wird sich ja an irgendwelche Standards gehalten haben für seinen ersten Farbfilm. Hat jemand eine Idee, wann der erste Farbraum herausgekommen ist? Ich nehme diese Antwort vorweg. Es war 1931. Dort hat die Firma CIE, das steht für Commission Internationale de Eclairage, mit Sitz in Wien den ersten Farbraum herausgebracht. Dieses Farbraummodell deckt das komplette Spektrum ab von 380 bis 780 Nanometer. Ihr seht jetzt hier in dem Diagramm eine große rote Ellipse. Und diese große rote Ellipse deckt das komplette Farbspektrum ab, was das gesunde menschliche Auge sehen kann. Also das Farbspektrum von 380 bis 780 Nanometer. Und die Wissenschaftler haben dann überlegt, wie nennen sie diesen Farbraum, den sie da 1931 eigentlich geschaffen haben. Und die Wissenschaftler von der CIE waren schon immer sehr kreativ und haben dann gesagt, okay, dann nennen wir diesen Farbraum CIE 1931. Und dieser Farbraum, der wird uns immer wieder begegnen. Nun gibt es natürlich über 100 andere Farbräume. Hier sind jetzt ein paar eingezeichnet, wie zum Beispiel PAL. Das ist dieses kleine blaue Dreieck. Aber die für uns wichtigen Farbräume sind im Grunde genommen REC 7 und 9. Das ist das schwarze Dreieck, was ihr hier seht. Dann ist es der zweite, der gelbe Farbraum. Das ist DCI-P3. Der rote Farbraum. Das ist Adobe RGB und der große weiße Farbraum, das ist REC 2020. Diese große bunte Ellipse, die ihr seht, das ist der CIE 1931 Farbraum, der das Farbspektrum abdeckt, was das gesunde menschliche Auge sehen kann. Und ihr seht, dass der Farbraum REC 709 viel, viel kleiner ist als zum Beispiel REC 2020. Das hat mehrere Gründe. Man könnte natürlich jetzt sagen, warum nimmt man nicht gleich diesen ganz großen Farbraum? Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, es ist technisch gar nicht möglich, diesen großen Farbraum darzustellen. Es gibt nur ganz, ganz wenige Beamer, die tatsächlich imstande sind, REC 2020 darzustellen. Schon DCI-P3 wird kaum zu 100% abgedeckt. Der Farbraum REC 709 aus den 1990er Jahren, den deckt eigentlich heutzutage jeder Projektor ab oder sollte das zumindest können.
So, der REC 709 Farbbaum, das ist auch der, um den wir uns heute kümmern. Das ist zwar der kleinste Farbraum, aber um den kümmern wir uns jetzt in der nächsten Kalibrierung. Bevor ein Projektor kalibriert wird, sollte man eine vernünftige Grundeinstellung machen. Hier ist es einfach wichtig, vorab mal Helligkeit und Kontrast einzustellen. In der Mitte seht ihr den Eiffelturm von Paris, und zwar so, wie meine Originalaufnahme aussieht. Man sieht eine schöne Durchzeichnung des Himmels, man sieht die einzelnen Streben im Eiffelturm und auch die Büsche darunter, also die Bäume sind sehr gut durchgezeichnet. Ist jetzt beispielsweise die Helligkeit zu niedrig eingestellt, dann schaut mal nach links. Da seht ihr dann, dass gerade unten im Baum und an den Gebäuden Durchzeichnung verloren geht, die im Original in der Mitte noch vorhanden ist. Und viel schlimmer, wenn man mal an die Spitze des Eiffelturms schaut, dann sieht man dort Artefakte. Bei Artefakten handelt es sich um Störungen und um Bildfehler. Die wollen wir einfach vermeiden. Wird der Kontrast zu hoch eingestellt, schaut euch das Bild auf der rechten Seite an, dann ist deutlich zu sehen, dass vor allem im Himmel die Durchzeichnung verloren geht. Da ist gar keine Wolkenstruktur teilweise mehr vorhanden. Und Helligkeit und Kontrast kann man ganz einfach einstellen. Zum Beispiel mit diesem Bild von der Firma Burosch. Dieses Testbild werdet ihr morgen auch alle erhalten, damit ihr damit schon mal Helligkeit und Kontrast am Projektor einstellen könnt. Ihr seht an diesem Testbild, gibt es einen Graustufenverlauf und es soll anschließend jede einzelne Graustufe zu sehen sein. Und innerhalb der einzelnen Graustufen sind Quadrate abgelegt. Schauen wir mal ganz nach links in die weiße Grautreppe rein. Dort steht die Null und neben der Null ist ein weißes Feld. Und dieses Weiß stellt die Maximalhelligkeit dar, die der Projektor darstellen kann. Plus 1 und plus 2 und minus 1 und minus 2 sollen gerade ebenso noch sichtbar sein. Auf der anderen Seite seht ihr die schwarze Grautreppe. Auch dort ist neben der Null das maximale Schwarz, was der Projektor darzustellen vermag. Auch hier sollen plus 1 und plus 2 und minus 1 und minus 2 gerade eben noch so zu sehen sein. Wenn das der Fall ist, dann sind Helligkeit und Kontrast richtig eingestellt. Ist das nicht komplett zu sehen, dann muss da unbedingt korrigiert werden. Hier nochmal das Beispiel, wenn der Kontrast zu hoch eingestellt wird, dann sieht man gut auf der linken Seite, dass da richtig viele Bildinformationen verloren gehen. Deswegen ist es wichtig, den Kontrast ruhig einmal etwas höher einzustellen und dann so weit abzusenken, dass gerade auf der linken Seite alle Abstufungen zu sehen sind. Wenn der Kontrast zu niedrig eingestellt wird, dann habe ich gar keine Durchzeichnung mehr. Das heißt, ich verliere Maximalhelligkeit. Gut ist das jetzt an der linken Grautreppe zu sehen, die jetzt wirklich zu dunkel ist, weil die Maximalhelligkeit des Projektors nicht ausgeschöpft wird, weil der Kontrastregler einfach zu niedrig ist. Das Gleiche hat dann auch Gültigkeit für den Helligkeitsregler, mit dem die dunklen Bereiche eingestellt werden. Und wenn jetzt Helligkeit und Kontrast korrekt eingestellt sind, dann kann man auf der Leinwand mit dieser Grautreppe wirklich alle Felder sehen. Anschließend kontrolliere ich das dann ganz gerne mal mit einem Live-Bild. Und wenn ich dann hier einen natürlichen Himmel habe und auch hinten im Big Ben eine tolle, gute Durchzeichnung habe, dann weiß ich, dass mein Projektor soweit korrekt eingestellt ist. Wie gesagt, für die Kalibrierung kann man den Spider X Pro nutzen oder auch den Elite. Das spielt gar keine Rolle, weil die Software, die Hardware ist identisch, egal ob ich einen Spider Pro oder einen Elite nutze oder einen Express nutze. Die Software, die beiliegt, unterscheidet sich. Da wir aber nur den Sensor für HCFR benötigen, können wir uns den günstigsten Spider nehmen, den man auch bekommt. Alternativ gibt es den iOne Display Pro. Den würde ich persönlich für HCFR bevorzugen, weil der Display Pro Plug and Play mit HCFR funktioniert. Den Spider muss man ja doch ziemlich kompliziert einrichten. Deswegen nutze ich für HCFR viel, viel lieber den iOne Display Pro. So, und ich projiziere im Grunde genommen mein Bild auf die Leinwand. Ich stelle
meinen Sensor aufs Stativ oder schraube ihn drauf fest und richte den Sensor etwa 30 cm, positioniere ich ihn vor der Leinwand. Und damit ist eigentlich auch die schwerste Arbeit für die Kalibrierung auch schon getan. Wenn ich den Sensor ausrichte, ist es ganz wichtig, ihn so auszurichten, dass er nicht seinen eigenen Schatten misst, weil dann kommen suboptimale Ergebnisse heraus. Also man sollte den Spider oder den Sensor, in diesem Fall den Iron Display Pro, halt so anwinkeln, dass er eben nicht seinen eigenen Schatten misst. Je nach Projektorposition kann man ihn dann ein bisschen nach links oder nach rechts stellen oder ein bisschen weiter von der Leinwand weg oder ein bisschen näher heran. Das spielt dann keine Rolle. Das müsst ihr dann einfach mal ausprobieren. Anschließend starten wir dann auch schon die Software HCFR. Wir eröffnen eine neue Datei, indem wir oben links auf dem Bedienfeld Datei neu drücken. Wir spielen die Testbilder manuell zu. Das Programm hat auch Testbilder hinterlegt, die man dann automatisch abspielen kann. Ich bin da aber kein Freund von, weil die meisten Notebooks geben keine originalgetreuen Farben heraus. Das heißt, wenn wir jetzt übers Notebook die internen Testbilder von HCFR nutzen und die kommen falsch auf der Leinwand an, dann werden wir Falschfarben messen und den Projektor auf diese Falschfarben einstellen. Also ich bin ein Freund davon, die Testbilder zu nehmen, per USB-Stick dann in den Zuspieler zu stecken oder auf eine Blu-ray zu brennen oder gleich eine Blu-ray bei AVS.com zu kaufen und diese in den Blu-ray-Player oder DVD-Player reinzulegen und darüber dann die Testbilder abzuspielen. Dann ist auch gewährleistet, dass wir den Projektor exakt auf unseren Zuspieler, also den Player, kalibrieren. So. Dann drücken wir einfach nur auf Weiter, wenn wir das angeklickt haben. Dann wird auch schon automatisch der Sensor X-Rite Iron Display Pro erkannt und wir drücken dann anschließend nur noch auf Fertigstellen. Oben bei Display Type, das Feld bleibt frei. Und da wir reflektiv von der Leinwand messen, hier unter B, einfach auf Ambient stellen. So, und wenn das getan ist, hat man dann genau diese Vorlage von HCFR und damit beginnen wir dann eigentlich auch schon die Messung. Als erstes richten wir den Sensor mal vernünftig aus. Das heißt, wir spielen einfach mal ein Weißbild zu und oben in der Bedienleiste ist ein X und ein grüner Pfeil zu sehen. Und da, wenn ihr auf den grünen Pfeil drückt, dann wird eine Dauermessung gestartet. Das heißt, das 100% Weißbild, was zugespielt wird, wird jetzt auch gemessen. Und nun wird der Sensor ausgerichtet, nach oben gedreht, nach unten gedreht, nach links und rechts gedreht, bis der höchste Helligkeitswert zu sehen ist. Dieser Helligkeitswert, den seht ihr unten links am Pfeil. Und ihr dreht den Sensor, den richtet ihr so lange aus, bis wirklich dort der höchste Messwert erscheint. Wenn der höchste Messwert erschienen ist, wird oben in der Bedienzeile das X gedrückt und damit wird die Messung unterbrochen. Und in dem Augenblick ist der Sensor perfekt ausgerichtet. So, und um die Messung zu starten, drücken wir einfach auf Referenzen. Dann öffnet sich dieses Fenster der Voreinstellungen. Hier schauen wir dann bei B. Da stellen wir dann HDTV Rec 709 ein für die HDTV-Kalibrierung. Wenn jemand später zum Beispiel DCI für HDR oder für 4K kalibrieren möchte, dann kann man natürlich Rec 2020 P3 auswählen. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei Rec 709 für HDTV. Unter C kann man das Gamma einstellen. Vorgegeben ist ITO RBT 1886, das ist der Standard seit 2013, aber ich empfehle hier tatsächlich das Gamma Power Law auszuwählen als Anzeige. Das ist dann 3 Klicks darüber. So, und jetzt eröffnen wir wie schon bei der ersten Messung eine neue Datei, wählen wieder Ambient für die reflektive Messung aus. Und dann sehen wir
dieses Bild. Und jetzt von jetzt an sagt uns HCFR ganz genau, was wir tun sollen. Und zwar HCFR sagt, soll ich jetzt als erstes 17 Werte messen? Und da klickt er einfach nur auf Ja. Denn jetzt nimmt HCFR uns an die Hand und erzählt uns, was wir die nächsten Minuten tun sollen. So, dann sagt HCFR, spielt bitte ein Grau-Testbild zu, also 100%, also 0% Grau, also schwarz. Und das tun wir dann. Dann drücken wir auf OK und dann wird dieser Wert gemessen. Dann sagt er, jetzt spielt bitte 10% zu. Dann klicken wir einfach nur auf Weiter, weil die Testbilder von AVS, die sind so angelegt, dass man wirklich auf der Fernbedienung nur noch auf Weiter klicken muss. Und irgendwann sagt dann das Programm, jetzt bitte Rot zu spielen, dann Grün zu spielen und Blau zu spielen. Und genau das tut man dann und misst einfach nur. So, und am Ende, nach der letzten Messung, ploppt dann dieses Feld auf, damit ihr die Messung auch auslesen könnt, nehmt ihr folgende Einstellung vor. Unter A schaltet ihr als allererstes auf Grautreppe. Unter B, die Tabelle wird angeklickt. Damit hat man dann diese Tabellenfunktion, die wir jetzt auch hier sehen. Und unter C gehen wir dann auf RGB-Niveau. Und dann sehen wir unten die Grautreppe, die wir gerade gemessen haben. Das ist eigentlich schon alles, was man machen muss. Und jetzt kommen wir auch schon in die Korrekturen. Denn auf der linken Seite sehen wir so drei Balken von Rot, Grün, Blau und noch so einen gelben Balken. Der gelbe Balken zeigt die Delta-E-Werte an. Delta-E sind die prozentualen Abweichungen vom Optimum. Und idealerweise sollten Rot, Grün und Blau 100% betragen. Dann habe ich den Weißpunkt eingestellt, also 100% Weiß. Und Rot plus Grün plus Blau ergibt halt Weiß. Und bei einer Sättigung von 100% habe ich dann genau 6500 Kelvin. 6500 Kelvin ist die Farbtemperatur, der Standard für REC 709. So, um jetzt diese Korrektur durchzuführen, spiele ich wieder ein Weißbild zu, dieses 100% Weiß, und starte unter B die Dauermessung. So, jetzt werden zwei Dinge angezeigt, nämlich unsere Farbtemperatur von dem 100% Weiß-Testbild, nämlich 97% Rot, 100% Grün und 102% Blau. Im Grunde genommen kann man das lassen, aber wir wollen das Ganze jetzt auch von 6600 auf 6500 Kelvin korrigieren. Dafür gehen wir dann in das Projektormenü rein, in das Bildmenü und ändern die Gain-Einstellung. Leider heißen die Einstellungen nicht immer nur Gain und Offset, sondern die Hersteller haben dafür auch teilweise andere Namen. BenQ nennt Gain zum Beispiel Plus und den Offset nennen sie Minus. Und mit Plus stellen wir dann 100% oben ein und mit Minus stellen wir den Bereich nahe schwarz ein. Ich empfehle, diese Werte ins Minus nicht zu nutzen. Denn wenn wir die Offset-Werte nutzen und absenken, dann führt das, dass wir Details ins Schwarz absaufen lassen. Erhöhen wir den Offset-Wert, dann hellen wir das Schwarz auf. Also am besten diese Werte nicht anpassen und sich bei der Kalibrierung einfach nur auf die Gain-Werte konzentrieren. So, wenn jetzt wird eben Rot, Grün und Blau halt so lange angepasst, abgesenkt, zum Beispiel Rot wird jetzt angehoben, Grün kann ich so lassen und Blau senke ich ein bisschen ab und dann kommt am Ende 100% Rot, 100% Grün und 100% Blau raus und ich habe exakt meine Farbtemperatur von 6500 Kelvin. Anschließend mache ich nochmal einen kompletten Messdurchlauf. Und wenn ich diesen kompletten Messdurchlauf gemacht habe, dann sehe ich, aha, meine Grautreppe ist perfekt. Wir sehen oben in der Tabelle die grün unterlegten Werte. Das sind die Delta-E-Werte, also die prozentualen Abweichungen vom Optimum. Und alles unter 3 ist sehr gut. Also in dem Fall haben wir hier sogar richtig gute Werte. Und wir sehen auch auf der linken Seite im Balkendiagramm, dass 100% Rot, Grün und 100% Blau zu sehen ist. Und der gelbe Balken, der Delta-E-Wert, der ist jetzt bei 0,0. Also besser geht es in diesem Fall überhaupt nicht. Anschließend kontrolliere ich
die Kalibrierung mit einer Grautreppe. Ich nehme zum Beispiel diese hier. Ihr könnt aber auch die von Borosch nehmen. Und wenn diese Grautreppe unverfärbt ist, also farbneutral grau ist und es keine Farbverschiebung gibt und alle Abstufungen zu sehen ist, dann ist die Kalibrierung geglückt. Sieht die Kalibrierung so aus und man hat plötzlich Farbverschiebungen drin, dann ist irgendetwas innerhalb der Kalibrierung schiefgelaufen. In diesem Fall muss man die gesamte Kalibrierung noch einmal wiederholen, damit sie dann genau so aussieht. So, anschließend spiele ich dann eine Filmaufnahme zu, um das Ganze dann auch in einem Farbbild mal so zu kontrollieren. Und wenn ich jetzt keine Farbabstufungen habe und einen natürlichen blauen Himmel sehe, die Wolkenstrukturen zu sehen sind, dann weiß ich, meine Kalibrierung ist geglückt. Und bevor wir jetzt zu den Fragen und Antworten kommen, werde ich einmal live zeigen, wie so eine Kalibrierung dann stattfindet. So, und dafür muss ich jetzt hier umschalten. Ich öffne jetzt dafür HCFR. So. Jetzt noch mal ein paar Erklärungen zu HCFR, weil ich denke mal, das ist vorher vielleicht ein bisschen schnell gewesen für den einen oder anderen. So sieht HCFR aus, wenn ich das Programm geöffnet habe. Jetzt habe ich hier oben meine Messfelder, also meine Bedienfelder. Das heißt, hier messe ich jetzt nur die Grautreppe, hier messe ich jetzt nur den Farbraum mit Rot, Grün und Blau. Hier würde ich den Farbraum mit Rot, Grün, Blau, Cyan, Yellow und Magenta messen. Und hier messe ich jetzt alles, also die Graustufen plus den Farbraum. So, und das ist auch das, was wir tun wollen. Und da drücke ich dann, würde ich jetzt einfach draufdrücken. Aber zunächst öffne ich eine neue Datei, gehe dann hier durch und damit ist die Datei hier schon mal geöffnet. Und da ich mich hier jetzt im Vorschaufenster sehe, muss ich mich mal anders hinschieben. So, als nächstes drücke ich dann auf Referenz. Das ist hier auf der rechten Seite. Und wie vorher schon gesagt, öffnet sich dann dieses Voreinstellungsmenü. In diesem Vorstellungsmenü ist voreingestellt hier REC 709. Ich habe aber auch die Möglichkeit, etwas anderes auszuwählen, nämlich zum Beispiel sRGB für die Fotografie oder für UHD-TV DCI P3. Wir lassen es aber so, wie es jetzt hier eingestellt ist. Und hier unten ist der Farbraum ITO BT 1886 eingestellt. Ich empfehle aber in dem Fall das Gamma, nämlich das 2.2 Power Law zu nehmen. Hier ist Gamma Power Law eingestellt. Und hier kann ich den Wert auch ändern. Möchte ich jetzt zum Beispiel ein Gamma 2.4 haben, dann würde ich jetzt hier einfach 2.4 reinschreiben. So, mehr muss ich gar nicht machen. Das kann ich jetzt einfach so übernehmen und auf OK drücken. So, dann ist das hier alles übernommen. Und jetzt gehe ich als nächstes rein und sage, ich möchte einfach komplett alles messen. Und hier wird mir jetzt angezeigt, was ich messen möchte, nämlich 17 Werte, also 11 Graustufen plus die Primär- und Sekundärfarben. Jetzt sage ich einfach okay. Und jetzt sagt mir das Programm, spiel doch bitte ein Graustufenbild zu. So, also nehme ich mir meine Fernbedienung, habe den USB-Stick, tue den in meinen Blu-ray-Player rein, suche mir jetzt im Blu-ray-Player, ich mache das jetzt live mal mit, suche ich mir jetzt das Graustufenbild heraus, nämlich 0% schwarz. Eine Sekunde, das wird jetzt aufgerufen und hier ist es jetzt auch schon zu sehen. Und jetzt drücke ich einfach nur auf OK und schon wird dieser Wert gemessen. Das dauert dann einen kleinen Moment und jetzt sagt das Programm mir, so jetzt bitte 10% zuspielen. Das tue ich jetzt, drücke wieder auf OK, dann wird es gemessen. Jetzt heißt es 20%, das messe ich dann auch. Und so geht das jetzt ziemlich ruckzuck durch bis 100 IAE. So, jetzt 60%, 70%, 80%, 90%,
Jetzt bin ich schon bei 100% angekommen. Jetzt sagt das Programm, spiel bitte ein Rot-Testbild zu. Das tue ich dann auch. Und schon wird Rot gemessen. Jetzt geht es weiter mit Grün und Blau. Und im Prinzip tue ich jetzt nichts weiter, als den Anweisungen von HCFR zu folgen und habe dann am Ende genau mein Messergebnis. So einfach erfolgt hier jetzt die Kalibrierung. Jetzt gehen wir als nächstes dahin, was ich meinte. Wir sind jetzt hier schon in den Tabellenwerten. Und vielleicht ganz wichtig noch so zum Anhang. Die meisten Projektoren haben einen Farbraum namens REC 709, andere nennen den auch Standard und den kann man halt vorher nehmen. So, bei BenQ ist das eben auch der Fall. So, Sekunde, ich gehe jetzt hier oben mal drauf. Dann kann ich mir hier mal anschauen, sehe, der Farbraum von dem BenQ wird ziemlich gut abgedeckt. Da sollte man dann idealerweise halt nichts mehr ändern. Schauen wir uns jetzt mal den Farbtemperaturverlauf an. Der ist sehr homogen. Und jetzt der Graustufenverlauf hier in der großen Auflösung. Da sehen wir, dass Grün und Blau fast deckungsgleich ist. Nur Rot ist ziemlich deutlich abgesenkt. Schauen wir uns mal das Gamma an. Das Gamma verläuft ziemlich gut so an 2.2. Da sollte man dann auch, sollte man auch nichts mehr dran ändern. Hier nochmal der Kurvenverlauf von 0 zu 100%, also von schwarz zu weiß. Also Gamma beschreibt den Helligkeitsanstieg von weiß zu schwarz oder von schwarz zu weiß vielmehr. Und ja, und wir sehen, dass der hier schon mal ziemlich gut aussieht. Jetzt kommen wir hier zu unserer Tabelle und wir wollen ja den Farbpunkt einstellen. Hier gehen wir jetzt dann in dem Fall einfach auf Grautreppe. Und diese Grautreppe sieht eigentlich schon mal ganz ordentlich aus. So, jetzt muss ich mir hier mein Bild selber mal wieder ein bisschen zurechtschieben, damit ich jetzt gleich hier auch ganz gut dran arbeiten kann. So, nun möchte ich das Ergebnis sehen. Dafür drücke ich jetzt einfach mal auf 100% Rot und nun wird mir hier unten in der Ecke angezeigt, dass ich nur 91% Rot habe, 102% Grün, 101% Blau und ein Delta E von 3,0, was gut ist. Und ich habe eine Farbtemperatur hier von, jetzt muss ich mal genau gucken, das sind 6800 Kelvin. Das heißt, der Projektor ist ein klein bisschen zu kühl und das werden wir jetzt mal in Echtzeit korrigieren. Dafür spiele ich jetzt ein 100% Weißbild zu, drücke hier auf die 100%, das ist ganz wichtig, und starte jetzt die Dauermessung. Und jetzt verändern sich nämlich hier die Werte. Ihr seht, jetzt blinkt hier etwas auf. Und ganz wichtig, hier verändert sich jetzt der Wert so ein bisschen. Und nun wird nur 100% gemessen. Und den Wert, den werden wir jetzt einfach mal korrigieren. So, ich gehe hier mal raus. Und dafür gehe ich in den Dafür gehe ich dann ins Projektormenü rein, gehe dann, suche mir die unter Farbtemperatur die Regler raus für Gain und Offset. Sekunde, das mache ich hier jetzt gleich mal in Echtzeit mit. So, und jetzt muss Rot irgendwie hochgezogen werden. Also bei meinem Beamer bin ich jetzt schon bei maximal Rot, das heißt, ich kann das Ganze jetzt nicht hochziehen, also muss ich umgekehrt rangehen und Grün absenken. Und ihr seht, der Wert Grün geht jetzt runter. Und zwar ziemlich deutlich mit wenigen Klicks. So, jetzt sind beide, jetzt dann kommt Rot im Gegenzug natürlich hoch. Jetzt ist Blau, jetzt habe ich 99% Rot, 99% Grün und jetzt muss ich Blau noch absenken. Das tue ich dann auch mit dem Gain-Regler im Menü und senke jetzt einfach nur Blau ab, so dass ich nach Möglichkeit an 100% Rot, Grün und Blau herankomme. Jetzt habe ich
Ja, jetzt bin ich da eigentlich schon ziemlich gut dran. Jetzt habe ich 99% Blau, 100% Grün und 99% Rot und habe eine Farbtemperatur von 6504 Kelvin. Jetzt gehe ich wieder zurück in dieses Programm und stoppe einfach mal die Messung. So, jetzt stoppe ich die Messung und wir haben hier jetzt die Korrektur. Wir sehen das jetzt hier. Jetzt habe ich 6513 Kelvin erzielt mit ganz, ganz wenigen Änderungen. So, und jetzt werden wir, jetzt muss man, also ich schlage vor, diese Messung, die wir hier gemacht haben in Echtzeit, die würde ich jetzt empfehlen zu speichern, damit man die nicht überschreibt. Wir können aber auch für die Kontrolle einfach eine neue Datei öffnen. Das ist dann das Einfachste. Ich mache das mal, weil so schnell, so lange dauert das nicht. Wir machen jetzt wieder eine komplette neue Messung. Ich wiederhole das mal ganz schnell. So, und soll jetzt schon wieder das neue Testbild zuspielen, nämlich 0% schwarz. HCFR zeigt mir das auch an. Ich bin jetzt wieder bei meinem Blu-ray-Player, suche mir das Schwarzbild heraus. Sekunde. Habe das gefunden, klicke es an. So, und drücke jetzt einfach nur auf OK und führe jetzt alle Messungen noch einmal durch. Und ihr seht, das Ganze geht relativ flott. So, und wenn ich jetzt keinen Fehler gemacht habe, dann haben wir ein gutes Ergebnis erzielt. Hier gehe ich jetzt mal zurück auf die Grautreppe. Schau hier mal rauf und sehe, mir ist ein Fehler unterlaufen und genau das kann halt passieren. Dafür gehe ich jetzt nochmal in die Kontrolle der Farbanpassung rein, schaue mir das an in Echtzeit. Das finde ich jetzt gerade mal ganz gut, weil euch das auch passieren kann. Ihr seht nämlich jetzt hier unter dieser Messung, dass sich irgendwie nichts geändert hat. Das heißt, ich habe zwar die Einstellungen vorgenommen, ich habe die Korrekturen vorgenommen, aber aus irgendwelchen Gründen hat sich der Beamer wieder zurückgestellt. Das werde ich jetzt einfach mal kontrollieren, indem ich jetzt nochmal auf Farbtemperatur gehe und sehe auch schon, was da passiert ist. Und muss das leider jetzt alles noch einmal wiederholen. Also, das kann passieren. Das heißt, ich spiele jetzt ein Weißbild zu. Und wiederhole das jetzt einfach mal. Starte die Dauermessung. Und nehme jetzt hier die Korrekturen vor, indem ich wieder grün absenke. Das Ganze geht relativ schnell. Mache dasselbe jetzt auch noch mit Blau. Das habe ich jetzt auch getan. So, muss einmal zurückgehen. Sekunde und habe das jetzt so abgelegt. Übernehme das und lösche es jetzt nicht. So, jetzt habe ich das übernommen und jetzt führe ich nur eine Graustufenmesse durch. Ich stoppe jetzt hier nochmal die Messung und jetzt mache ich einfach nochmal die Graustufenmessung, um mir das Ergebnis anzuschauen. Hier drücke ich jetzt nur auf Graustufen. Und jetzt sagt mir das Programm, dass ich jetzt nur die Graustufen auch durchführen werde. Dafür spiele ich jetzt noch einmal das Schwarzbild zu über den, hier über den Blu-ray-Player. Da der Farbraum in sich stimmig war, müssen wir den Farbraum nicht noch einmal kalibrieren oder nicht noch einmal durchmessen, sondern hier reicht es jetzt tatsächlich einfach nur die Graumessung
vorzunehmen. So, und das tun wir jetzt mal. Und ich hoffe, dass jetzt alles soweit korrekt ist. So, jetzt bei 30%, 40%. Haben wir die Farbtemperatur soweit richtig eingestellt. Jetzt können wir das hier lassen. Und im Prinzip ist damit die Kalibrierung auch schon jetzt hiermit genau die Kalibrierung durchgeführt. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt zu den Fragen und Antworten kommen und gebe jetzt an dieser Stelle einfach mal an Roman zurück. Ja, hallo da bin Roman. Ich wieder. Vielen Dank erstmal, Michael. Ich denke, da konnte man eine ganze Menge mitnehmen. Es sind auch einige Fragen hier aufgetaucht und ich fange einfach mal von oben an. Also der als erstes gefragt hat, bekommt auch als erster eine Antwort. Manche Fragen sind eben auch doppelt gekommen. Deswegen haben wir mal ein bisschen was zusammengefasst. Die erste Frage ist, ist der Modus des Beamers, in dem man kalibriert, egal? Es wird ja kalibriert und am Ende sollen doch alle gleich sein. Also es wurde ja vorhin am Anfang schon beschrieben, aber trotzdem vielleicht noch mal zur Zusammenfassung. Genau so ist das. Ich würde den Beamer in den Modus stellen, wie ich ihn später auch benutzen möchte. Das bedeutet hoher Lampenmodus, wenn ich den nutzen möchte, den zum Beispiel den Cinema-Modus hier beim BenQ TK850. Dann sollte man sich auch entscheiden, möchte ich jetzt so Helferlein nutzen, wie zum Beispiel eine Frame-Interpolation. Möchte ich die Frame-Interpolation später nutzen, sollte man die auch einschalten. Möchte ich eine Auto-Iris nutzen, würde ich die auch einschalten für die Kalibrierung. Hier streiten sich allerdings die Experten. Einige sagen, nein, man sollte alles abschalten und hinterher zuschalten. Ich persönlich habe festgestellt, wenn ich die Auto-Iris nutzen möchte, dann sollte ich auch mit Auto-Iris kalibrieren. Okay, jetzt kommt eine Frage, das wird wahrscheinlich schwierig sein zu beantworten, aber ich stelle es trotzdem mal. Welchen Modus zur Kalibrierung sollte man beim Epson nutzen? Also da gibt es ja verschiedene Modelle, verschiedenste Generationen. Ich denke, das wird schwer sein, das zu beantworten. Beim Epson würde ich den Bildmodus natürlich nehmen, weil der Bildmodus natürlich ab Werk schon sehr gut eingestellt ist. Und dann sollte man beim Epson die Farbtemperatur von 6500 Kelvin auswählen und das Gamma 0, weil 0 bedeutet beim Epson Gamma von 2,2. Und damit ist man dann schon sehr gut dabei und hat dann den richtigen Farbraum, das richtige Gamma und die Farbtemperatur sollte dann auch weitestgehend stimmen. Und man braucht dann nur relativ wenig Korrekturen durchführen. Okay. Die nächste Frage bezieht sich auf die Testbilder, die du oder die wir gemeinsam nochmal verschicken. Wird es die Testbilder in 4K oder in Full HD geben? Die Testbilder gibt es in Full HD. Das reicht auch völlig aus, um die Grautreppen darzustellen. Der Player oder auch der Projektor skaliert das Bild dann auf volle 4K-Auflösung hoch. An den Graustufenwerten, also an den Grauwerten wird sich nichts verändern. Die Auflösung ist zwar dann ein bisschen geringer, aber für die Einstellung spielt es keine Rolle, ob ich dafür ein Full HD oder ein 4K-Bild nehme. Die nächste Frage, ja, eine Verständnisfrage. Was versteht man unter Durchzeichnung? Sind damit Bilddetails gemeint? Genau, unter Durchzeichnung versteht man Bilddetails. Zum Beispiel in dunklen Szenen kann man die Durchzeichnung erhöhen, also die Sichtbarkeit von Inhalten in dunklen Filmsequenzen, die wir, wenn ich jetzt Helligkeit und Kontrast richtig eingestellt habe, dann sehe ich alle Inhalte in dunklen Bereichen, die man auch sehen soll. Und ich sehe auch alle Inhalte in hellen Bereichen. Zum Beispiel sehe ich in Wolken alle die feinsten Abstufungen in der Wolkenstruktur und in dunklen Szenen sehe ich dann zum Beispiel in einer Nachtaufnahme alles das, was man wirklich sehen soll. Zum Beispiel auch bei James Bond sieht man dann die Nadelstreifen an seinem Anzug. Ist die Durchzeichnung suboptimal, dann sieht man diese Nadelstreifen beispielsweise nicht mehr. Okay. Die nächste Frage. Ich habe mehrere Buchrauschbilder zur Überprüfung der Helligkeit und für den Kontrast. Bei jedem Bild musste ich umstellen. Ist die Qualität der Bilder zu schlecht?
Es sind nicht alle Burosch-Bilder für die Kalibrierung der Projektoren geeignet. Das hängt damit zusammen, dass wir bei Projektoren nicht den, ich sag's mal so, ein 8-Bit-Signal, also ein Film, ein Spielfilm, ein JPEG zum Beispiel, hat ein 8-Bit-Signal, damit sind 256 Grauabstufungen möglich. Für Spielfilme werden nicht alle 256 Graustufen genutzt, sondern nur 220 Graustufen. Die Burosch-Bilder sind aber auf 256 graue Abstufungen ausgelegt und daher muss man da ständig umschalten. Und deswegen empfehle ich, die AVS-Testbilder zu nehmen, weil die tatsächlich auf diese 220 Graustufen abgestimmt sind. Abgesehen von dem Testbild, was morgen die Leser, die Zuschauer bekommen, dieses Testbild, das funktioniert auch mit den 220 Grauabstufungen problemlos. Okay, dann eine Frage zu den Sensoren. Was ist der Unterschied zwischen dem i1 Display Pro und dem Display Pro Plus? Das Display Pro Plus soll, soweit ich das mitbekommen habe, kalibriert sein, also oder profiliert sein. Das heißt, die Streuung der Sensoren, die vorhanden ist, also jedes Produkt hat eine gewisse Serienstreuung. Ich habe festgestellt, dass bei dem i1 Display Pro diese Serienstreuung bei rund 3% liegt. Das heißt, als ich für BenQ auf den Messen war, haben wir mal verschiedene i1 Display Pro und auch Spider-X durchgemessen und haben festgestellt, dass die Abweichung bei 3% liegt. Das bedeutet, wenn ich jetzt 100% weiß oder 100% rot haben möchte, misst der eine 97% rot und während der andere 100% rot auch korrekt darstellt. Und bei dem Plus-Modell ist da die Streuung, die Serienstreuung stark verringert worden. Dann gibt es eine Frage zum Standard REC 709 Full HD. Ist es sinnvoll, beim Projektor die erweiterten Farbräume zu nutzen, um näher an DCI zu kommen? Auch wenn Blu-rays eigentlich nur REC 709 anbieten. Also, bewegen wir uns im Bereich der Geschmacksfrage. Ich weiß, es gibt viele Leute, die mögen ein farbintensiveres Bild lieber. Da kann ich dann auch einen erweiterten Farbraum nutzen. Zum Beispiel bei einem JVC könnte ich jetzt den Videomodus nehmen oder ich kann auch jeden anderen erweiterten Farbraum nehmen. Damit werden die Farben auf jeden Fall bunter und gesättigter, aber sie könnten auch zu bunt sein. Das heißt, man wird dann auch subjektiv eingreifen müssen, um die Sättigung von einigen Primärfarben, also von Rot, Grün oder Blau, abzusenken, damit die Gesichter nicht einen Sonnenbrand erhalten. Lege ich jetzt Wert auf eine standardisierte Kalibrierung, dann sollte man REC 709 verwenden. Okay. Jetzt geht es um Ultra-Kurzdistanz-Beamer. Die werden ja auch immer beliebter. Funktioniert die Kalibrierung mit einem UST-Beamer genauso oder ist hier etwas anderes zu beachten? Die Ultra-Kurzdistanz-Beamer machen uns das sogar noch viel, viel einfacher, weil wenn ich den Sensor vor die Leinwand in den Lichtstrahl eines normalen Lampen- oder LED-Projektors hänge, dann muss ich den immer irgendwie ausrichten, damit er seinen eigenen Schatten nicht misst. Habe ich jetzt den Ultra-Kurzdistanz-Projektor und bin jetzt einfach nur 30, 40 Zentimeter von dem Ultra-Kurzdistanz-Projektor weg, dann messe ich die große Leinwand und habe überhaupt keinen Schatten mehr. Also die Messung mit dem Ultra-Kurzdistanz-Projektor ist eigentlich sogar noch einfacher. Okay. Die nächste Frage: Sollte der Sensor bei einer Hochkontrastleinwand, zum Beispiel bei der Cinegray 5D, eher mittig oder außermittig platziert werden? Also bei Hochkontrastleinwänden ist das halt ein ganz großes Problem, reflektiv zu messen. Das bedeutet, in der Regel ist es bei Hochkontrastleinwänden so, dass die eine halbe Helligkeit haben, sobald ich in einem 30-Grad-Winkel messe. Insofern ist es hier ganz, ganz wichtig, den Sensor präzise auszurichten, dass ich wirklich zum Projektor hin den höchsten Helligkeitswert ermittle. Dann kann ich tatsächlich auch auf einer Hochkontrastleinwand messen. Okay. Jetzt nochmal eine spezifische Frage zu deiner Messung eben oder zu deiner Erklärung. Kann Michael nochmal erklären, wie man auf Basis der initialen Messwerte dann am Beamer Rot, Grün und Blau anpassen soll? War das bei Blau 102% und muss 2 nach unten
eventuell noch mal am Beispiel erklären, das wäre super. Okay, letzteres wird wohl jetzt nicht funktionieren, aber vielleicht kannst du die Frage auch so beantworten. Ja, ich hatte das ja eben schon dreimal gemacht, aber ich kann das gerne noch einmal versuchen. Also im Grunde genommen, Sekunde mal eben, ich kann das mal eben veranschaulichen. Sekunde. Ich muss hier mal ins Programm reingehen. Jetzt sieht man, glaube ich, wieder HCFR, richtig, Herr Roman? Ja. Okay. So, also hier fange ich jetzt an, spiele einfach hier wieder über die Fernbedienung ein Weißbild zu von 100%. So, es wird auch gleich heller, man sieht das dann auch schon hier bei mir im Gesicht. Jetzt gehe ich einfach mit dem Cursor hier rüber auf 100%, klick jetzt hier 100% einfach mal an und starte dann hier oben in der Ecke bei HCFR die Dauermessung. So, gehe jetzt in das Bildmenü meines Projektors rein, gehe dann auf Farbtemperatur und suche mir dann die Gain-Offset-Werte heraus und kann jetzt hier zum Beispiel bei Grün, ich sehe jetzt hier unten links, ich erkläre das mal so nebenbei gleich mal mit, hier sehe ich jetzt unten links, dass Rot bei 91% ist. Da ich Rot nicht anheben kann, weil ich mit dem Regler schon am Limit bin, muss ich Grün und Blau eben entsprechend absenken, damit Rot, Grün und Blau eben gleiche Werte erhalten. Man kann jetzt mal auf den Helligkeitswert Y mal schauen. Der steht jetzt bei 79 Foot Lambert oder darüber Candela bei 270 Candela pro Quadratmeter. Und wenn ich jetzt reingehe, ich muss mal eben zurückgehen, bin hier gerade rausgeworfen worden. So, dann gehe ich jetzt hier gehe ich jetzt nochmal ins Bildmenü rein, gehe auf meine Einstellungen, gehe auf Grün und senke jetzt Grün so weit ab, dass Rot und Grün schon mal auf einem Level sind. Das ist jetzt der Fall. Und anschließend senke ich dann Blau so weit ab, dass dann auch das Blau dann auf denselben Level kommt. Und schon habe ich die Kalibrierung fertig. Gehe jetzt wieder zurück und stoppe hier die Messung. Und jetzt sieht man ziemlich gut, dass ich 99% Rot, 100% Grün und 99% Blau habe und eine Farbtemperatur von 6518 Kelvin und die Helligkeit ist auf 255 Candela pro Quadratmeter reduziert worden, weil ich eben die Werte abgesenkt habe. Also mehr muss man da gar nicht machen. Okay. Nächste Frage. Was spielt das Gamma für eine Rolle bei der Kalibrierung? Das Gamma ist ja die Helligkeitsverteilung. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein Gamma, ich will mal anders anfangen. Ich glaube, dann wird es verständlicher. Als der Farbraum REC 709 erschaffen worden ist in den 1990er Jahren, hatte man schlichtweg vergessen, das Gamma für die Wiedergabe zu spezifizieren. Für das Aufnahmegamma beträgt 2,2, das ist spezifiziert worden für REC 709, aber nicht für die Wiedergabe. Jetzt hat die Industrie gesagt, ja, was machen wir denn dann? Wir müssen ja hier irgendwie das Gamma für die Wiedergabe spezifizieren. Und die haben sich dann an der Fotografie orientiert. Zum Beispiel bei Adobe RGB ist ein Gamma 2,2 Standard. Also haben dann Hersteller einfach gesagt, gut, dann nehmen wir halt ein Gamma von 2,2. Und darauf hat sich dann ganz kurzärmelig die Industrie geeinigt und fortan wurde dann auf ein Gamma von 2,2 kalibriert. Erst 2013 wurde dann nachgebessert mit dem Farbraum BT1886. Damit wurde nachträglich das Gamma dann spezifiziert für REC 709. Das Problem ist nur, es gibt keine Metadaten für das Gamma. Das heißt, kein Mensch weiß, ob der Film jetzt mit Gamma 2,2 oder 1886 abgemischt ist. Also es ist purer Zufall und deswegen empfehle ich lieber auf ein Gamma 2,2 zu kalibrieren. Die einzige Ausnahme ist die Firma TRX. Die haben das Dilemma in den 1990er Jahren erkannt und haben gesagt, wir kalibrieren alle unsere Filme auf ein Gamma 2,4. Das heißt, wenn man jetzt eine DVD oder eine Blu-ray hat, wo vorne das TRX-Logo draufklebt, dann kann man das Gamma 2,4 einstellen. Dann weiß man, dass man die Filme wie Star Wars, wie Indiana Jones, die das TRX-Siegel haben
oder entsprechend zertifiziert sind, genauso sieht, wie Lucasfilm es eigentlich haben wollte. Wenn ich es jetzt nicht weiß und ich nehme Gamma von 2.2, sind die Farben ein bisschen, ja, ich sag's mal ein bisschen matter als mit einem Gamma von 2.4. Die Farben sind dann einfach kräftiger, aber die dunkleren Bereiche sind auch dunkler. Jetzt ist es so, dass Kalman oder auch ISF unterschiedliche Gammas empfiehlt. Das heißt, im Wohnzimmer ein 2.2 und in einem richtig dunklen Heimkino eher das Gamma von 2.4. Also da ist viel, viel Spielraum vorhanden in der Praxis. Okay, ja, klingt ein bisschen kompliziert. Aber die nächste Frage wird, glaube ich, schneller zu beantworten sein. Nach wie vielen Stunden sollte man einen neuen Beamer etwa kalibrieren? Ich würde einen neuen Beamer sofort kalibrieren. Das heißt, den Projektor starten, eine halbe Stunde warm laufen lassen. Warm laufen lassen klingt nämlich immer so ein bisschen blöd, aber die Elemente, also die Bauteile des Projektors brauchen tatsächlich so um die 20 bis 30 Minuten, bis sie ihren optimalen Arbeitspunkt erreicht haben. Bis zu dieser Zeit kann sich die Schärfe noch ein bisschen nachjustieren, die Konvergenz kann sich noch nachstellen und wenn dieser Punkt erreicht ist, dann kann man anfangen zu kalibrieren. Ich würde es sofort machen. Mit steigender Lampenlaufzeit verändert sich die Kalibrierung und ich würde dann nach etwa 500 Stunden spätestens einfach nochmal kontrollieren, inwiefern sich jetzt die Farbtemperatur verändert hat, weil die Lampe wird nicht nur dunkler, sie verändert auch so ein bisschen ihr Spektrum. In der Regel wird sie ein bisschen gelber und dann kann man halt reingehen und ein bisschen Grün rausnehmen, indem man einfach den Weißpunkt neu einstellt. Also beim BenQ ist es halt so, dass man tatsächlich nur grün absenken muss, um dann wieder auf die 6500 Kelvin zu kommen. Und wenn man das alle 500 Stunden mal kontrolliert, ja, dann ist man eigentlich gut dabei und hat über die gesamte Laufzeit der Lampe korrekte Farben und ja, und sieht die Filme so, wie die Hersteller das eigentlich gewollt haben. So, die Zeit ist eigentlich abgelaufen, aber eine Frage würde ich gerne noch stellen. Finde ich jetzt auch ziemlich interessant. Muss ich zur Kalibrierung den Raum komplett abdunkeln? Ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil ansonsten wird das Schwarz von dem Raumlicht aufgehellt und ich habe keine vernünftigen Messwerte mehr. Also der Raum sollte komplett abgedunkelt werden. Okay. Bei HDR vielleicht nochmal ist das noch etwas besonders und auch die Farbraumeinstellung. Es kann auch sein, dass man einen Farbraum hat, der auch korrigiert werden muss. Hier bei BenQ ist es jetzt nicht der Fall. Vielleicht für alle Teilnehmer, am 12. Januar machen wir einen Kalibrierworkshop für Anfänger Teil 2 und dort erkläre ich dann, wie man HDR richtig einstellt und wie man auch den Farbraum korrigiert, wenn das denn nötig ist. Und bei HDR ist es dann so, dass ich dort zeige, wie man wirklich die Farben richtig rausholt, dass sie satt sind, dass sie aussehen wie auf einem OLED oder auf einem LCD-TV. Und beim Projektoren ist es leider so, wenn man jetzt HDR-Filme sieht, erscheinen die oftmals zu dunkel. Und wie man das ändert, zeige ich dann am 12. Januar um 19 Uhr. Ja, super. Ja, dann würde ich sagen, dann haben wir jetzt heute das Ende des Kalibrier-Workshops erreicht. Vielen Dank für ja, alle Teilnehmer, dass ihr euch Zeit genommen habt. Das hat uns Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wie der Michael anfangs schon gesagt hat, werdet ihr alle eine E-Mail bekommen mit einer Anleitung, wie kann ich meinen Projektor kalibrieren, damit es eben zu Hause auch eigenständig funktioniert. Und am 12. Januar, wie Michael es eben auch gesagt hat, geht es dann weiter mit Teil 2. Da geht es dann ein bisschen tiefer in die Materie, aber trotzdem noch nicht zu tief. Und ja, da würden wir uns freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Die Informationen gehen über die Wege, wie die ersten Informationen auch gelaufen sind. Und es wäre schön, wenn wir euch dann wiedersehen. Oder vielmehr, wenn ihr uns wiederseht. Ja, auch von mir. Ich sage, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, könnt ihr mich gerne über die bekannten Tools erreichen. Also in den Foren, über Facebook. Oder ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben und ich werde dann versuchen, möglichst schnell drauf zu antworten. Beim letzten Workshop hatte ich allerdings 200 Fragen gehabt. Also seht mir bitte nach, wenn das einen kleinen Moment dauert. Ja, ja, dann sage ich auf Wiedersehen und mir hat das viel Spaß gemacht. Hallo Jenny.
Ja, hallo auch, ja, vielen Dank. War auf jeden Fall sehr interessant. Es gab wirklich so viele Fragen noch. Und ja, vielen Dank für die Beteiligung auch von allen Teilnehmern. Ich hoffe, dass wir uns dann am 12.01. alle wiedersehen und dann noch weitere Fragen klären können. Und es werden auch die, also falls es noch Freunde, Bekannte gibt, die teilnehmen möchten, es wird noch mal so einen kleinen Einstieg geben, auch für die, die es verpasst haben. Genau, damit alle abgeholt sind. Genau. Super, Dann ja. sage ich einfach mal Tschüss. Tschüss und bleibt gesund. Super, tschüss, schönen Abend an Tschüss. alle. Tschüss. Tschüss.